Ist der Kauf und Besitz von Aktien erlaubt? Nicht uneingeschränkt. Bedeutet, nicht von Firmen, die ein Kerngeschäft haben, welches nach islamischer Scharia nicht erlaubt ist. Zum Beispiel, du darfst keine Aktien kaufen von Versicherungen, von Banken, von Tabakindustrien, von, was in unserer Religion haram ist, darfst du nicht kaufen. Aber jetzt zum Beispiel, Autos, erlaubt oder nicht? Ja oder nein? Ja. Weil wessen Kerngeschäft halal ist, so darfst du von ihm die Aktien kaufen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Du musst schauen. Wenn das Kerngeschäft im Allgemeinen dieses Kerngeschäft alleine ist, dann reicht das. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Aber wenn es ein Mischunternehmen ist zwischen dem und dem, dann hier hältst du die Finger davon. Wallahu ta'ala ala wa ala.